Und wann kommt Kalle Riedle dann ins Spiel? Ja, der kommt dann in der zweiten Halbzeit. Ja, ich meine, Roman ist natürlich Legende hier. Wir haben gute Torhüter auch gehabt mit Stefan Kloß oder Teddy oder auch Jens Lehmann, aber ich glaube, er war doch dann auch in den glorreichen Zeiten dann unter Jürgen Klopp dabei. Also Roman, super Torhüter. Ja, ich glaube, muss man nicht viel sagen. Er war mit der bekannteste und beliebteste Spieler, glaube ich, hier beim BVB und er hat es auch verdient, da reinzukommen. Ja, Jürgen darf ich natürlich nicht vergessen, war ein Hero zu unserer Zeit und er muss auf jeden Fall in der Mannschaft dabei sein. Ein tougher Verteidiger gewesen, an dem wenige Stürmer vorbeikamen. Gut, Julio muss auf jeden Fall in die Mannschaft, war mein absoluter Lieblingsspieler. Ich glaube, er war sicher einer der besten Verteidiger in der Zeit auf der ganzen Welt. Ja gut, Mats wäre normalerweise auch noch mit in der Innenverteidigung gewesen, aber jetzt haben wir gesagt, den müssen wir dann irgendwo auf die Seite stellen. Mats ist auch natürlich für den BVB mehr als wichtig gewesen und einer der Garanten in den späteren Jahren, wo sie auch alles gewonnen haben. Ja gut, Sami war sicher in der Zeit auch der Beste. Bei uns war er eigentlich fast nur Libero damals, und aber auch auf der 6 war er dann Topspieler. Ja, er war natürlich einer der Spieler, wo dann auch immer wieder mal, wenn es schlecht lief, dann irgendwie das Kommando in die Hand genommen hat und von hinten diktiert hat. Ja, Micha auch, Urgestein ist natürlich jetzt auch seit Jahren sehr erfolgreich beim BVB mit der Aufstellung der Mannschaft da beschäftigt. Und er ist auch ein wichtiger Spieler gewesen. Einfach, er war auch so ein richtiger Kämpfer bei uns in der Mannschaft und deshalb gehört er auch in die Mannschaft. Ja, Andi war natürlich offensiv der überragende Spieler, glaube ich, zu unserer Zeit. Und er hat ja mit Paul Lambert dann immer nur einen gehabt, der ihn abgeschirmt hat. Aber Andi mit seiner Qualität, mit seinen Sprints war natürlich schon außergewöhnlich. Schappi hatte ich ja das Vergnügen, mit ihm zusammenzuspielen. Er war ja ein sehr unangenehmer Gegenspieler für die ganzen Verteidiger. Hat sie immer schwindlig gespielt auf den Seiten und deshalb gehört er eigentlich auch in die Ostermannschaft. Ja, mit Manni verbindet es mich natürlich auch viel. Ich habe mit ihm dann nur in Werder Bremen zu meiner Anfangszeit gespielt und habe ihn eigentlich immer bewundert. Und er hat auch bei Borussia Dortmund sicherlich seine Spuren hinterlassen und war ein außergewöhnlich guter Spieler. Und deshalb ist er für mich der Mittelstürmer hier. Ja, Marco ist momentan sicher einer unserer oder auch mein Lieblingsspieler in der Mannschaft. Und er ist unglaublich stark in Dribblings. Er ist unglaublich ein Spieler, wo Mannschaft mitreißen kann. Und deshalb gehört er da auch rein.